Ja, hallo, herzlich willkommen auf dieser großen Bühne, auf der wir heute zu dritt sitzen, mit zwei Gästen von außen zugeschaltet. Mein Name ist Nicolas Hiel, ich bin Wirtschaftsjournalist, Bitcoin-Journalist fast schon. Und ich freue mich deswegen heute besonders, mit Ihnen eine Stunde über Cryptocurrencies, Lug oder Betrug oder große Chance für die Wirtschaft reden zu können. Ich fange vielleicht mit den Kollegen, die von außen zugeschaltet sind, an bei der Vorstellung. Peter Grausgruber ist CFO von Bitpanda, Österreichs ersten Unicorn. Jetzt hätte ich fast gesagt ersten und einzigen Unicorn, aber das ist es nicht mehr. Dominik Neumann ist zugeschaltet aus San Francisco. Er ist Unternehmensberater mit Spezialisierung auf IT und Cybersicherheit und Vertreter der UBIT Steiermark. Und mit mir auf der Bühne, direkt neben mir oder fast direkt neben mir, Heinz Popovic, Senior Consultant bei Capacity Blockchain Solutions und Senior Advisor bei Blockpit. Das ist auch ein Startup, das sich kümmert um Krypto-Steuern. Und ganz rechts von meiner Seite aus, Stefan Nemeth, er ist Krypto-Enthusiast und er ist der Erfinder der Krypto-Stamp bei der Österreichischen Post, sozusagen dem Vorläufer des berühmten NFTs. Also wir versuchen heute darüber zu reden, welche Anwendungsfälle können Crypto-Assets, Cryptocurrencies, Blockchain, Bitcoin etc. in der Wirtschaft bringen, wo sind die Gefahren, wo sind die Chancen. Und es gibt die Möglichkeit, über Slido, Hashtag UBIT, über Slido Fragen zu stellen, die ich hier eingeblendet sehe. Und ich werde die möglicherweise während der Show oder auch nach der Show, sozusagen nach dem Panel, hineinfließen lassen. Also stellen Sie Fragen jederzeit, ich sehe das und kann das einfließen lassen. Stefan, ich würde mit dir anfangen. Fangen wir sozusagen da an, was jetzt gerade heiß ist. Ja? NFT, was ist das? Was hat das zu tun mit Krypto? Und dann vielleicht, was ist dieser Anwendungsfall Krypto-Stamp? Ja, also herzlich willkommen auch von meiner Seite und danke für diese Frage. Also NFT erkläre ich am liebsten so, viele von Ihnen, von euch kennen das Thema Panini-Sticker-Alben. Und wenn man Panini-Sticker-Alben digitalisieren möchte, dann kann man JPEGs sammeln, aber da besitzt man ja nichts Einzigartiges, weil JPEGs sind vielseitig vervielfältigbar und daher nichts Besonderes. Wenn man das jetzt aber exklusivieren möchte, dann kann man das mit NFTs machen, indem man diesen Bildern Tokens hinzufügt. Und dann kann ich Auflagen bestimmen und kann es daher auch exklusiv machen. Und damit kann ich digital sammeln, kann mir das in meine Wallet hineinlegen und besitze aber auch diese Bilder, so wie ich es auch physisch normalerweise dann besitzen würde. Und diese Technologie sind Non-Fungible Tokens in der Blockchain und ist ein ganz breites Sammelgebiet mittlerweile und ein enormer Wachstumsmarkt, der sich also in den letzten 3 Jahren so vervielfältigt hat, dass wir vor 3 Jahren ungefähr einen Gesamtmarkt hatten von 50 Millionen US-Dollar und allein heuer im ersten Quartal waren es 2 Milliarden US-Dollar. Und da gibt es ganz viele Anwendungsfälle mittlerweile im Fußballverein. Viele Fußballvereine wie Manchester City, Manchester United, PSG und wie sie alle heißen, haben ihre eigenen Fan-Tokens mittlerweile, die nichts anderes als NFTs sind. Beziehungsweise wir haben auch sehr viele Anwendungsfälle mittlerweile mit Top-Shots. Das ist die NBA Basketballliga in Amerika. Aber willst du damit sagen, dass die Österreichische Post NFTs erfunden hat? Nein, die Österreichische Post hat nicht NFTs erfunden, aber sie hat sich diese Technologie zunutze gemacht und in meiner Verantwortlichkeit in der Vergangenheit, die ich hatte für alle Briefmarken in Österreich, war mein Thema, wie können wir Briefmarken sammeln ins 21. Jahrhundert tragen. Und mir war klar, das kann nur am digitalen Weg gehen. Und die Technologie der NFTs haben wir uns hier zunutze gemacht und haben dann sozusagen ein physisches Asset, nämlich die Briefmarke, mit der Digitalisierung, mit dem Token versehen. Das heißt, wir haben beide Welten, physisch und digital, haben Einzigartigkeit dahinter und haben auch noch einen Gamification-Effekt dahinter gesetzt, in dem das digitale Bild sich durch Farben unterscheidet, wobei die physische Marke überall gleich ausschaut. Und es war nichts anderes als wie die Idee, Sammeln ins 21. Jahrhundert zu tragen in Form der Digitalisierung. Und das haben wir gemeinsam mit der Firma Capacity gemacht. Das habt ihr auch gemeinsam als Projekt gemacht, oder? Jetzt, weil ihr hier richtig, auf der Bühne sitzt. Heinz, du
Erstmal danke, du wolltest heute eigentlich surfen gehen, hast du mir erzählt, bist jetzt bei uns auf der Bühne gelandet. Das ehrt uns natürlich sehr. Was war deine Rolle bei diesem Crypto-STEM-Projekt? Ich kümmere mich um die Business-Seite bei diesen Projekten und wir haben da gemeinsam sehr viel weiterentwickelt. Wir haben die erste Generation gehabt, haben dann die zweite entwickelt, haben dann die dritte entwickelt, die dann auch mit einem NFC Chip verbunden ein war. NFT mit einem NFC. NFT mit einem NFC. Da wundert man sich, dass die Leute sich nicht auskennen. Ja, ich verwechsel es auch immer. Aber das, was du an dein Handy halten kannst und dann siehst, ob das eine originale Marke ist oder nicht, das war dann die letzte Entwicklung. Und wir haben da immerhin auch noch einige andere Dinge gemacht. Wir haben die teuerste Briefmarke der Welt gemacht, die ins Buch der Rekorde gekommen ist, mit 500 Euro Ausgabewert. Und die sind am Sekundärmarkt schon, also ich habe sie schon so um 25.000 gesehen. Also das ist etwas, das macht durchaus Sinn zu sammeln. Wurde das kopiert auch von anderen Posten, was auch immer die Mehrzahl von Post ist? Nein, es ist versucht worden zu kopieren, aber es hat nicht funktioniert in anderen Ländern. Und es liegt sicherlich daran, dass wir als einzige Postgesellschaft dahinter wirklich einen Mehrwert gesetzt haben mit Limitierungen und einer Gamification. Das haben andere Postgesellschaften nicht gemacht. Aber das hat durchaus Potenzial, sich für andere Postgesellschaften dieser Plattform anzuschließen. Jetzt spulen wir mit der Zeit mal zurück. Peter, ich hoffe, du kannst uns hören. Ja, kann ich. Vielen Dank. Wunderbar. Willkommen, Peter Grausgruber von Bitpanda. Wir reden jetzt über Cryptocurrencies. Es gibt nach heutigem Stand, glaube ich, 13.000 oder 14.000 von den Dingen, von denen ein nicht unbedeutender Teil bei euch auf der Plattform handelbar ist. Was ist denn das, womit heutzutage sozusagen am meisten Umsatz, am meisten Geschäft gemacht wird? Ist das noch sozusagen der klassische Bitcoin oder ist das Ethereum, sind das NFTs? Kannst du uns ein bisschen einen Marktüberblick geben aus eurer Sicht? Ja, sehr gerne. Also vielen Dank nochmal für die Einladung vorweg. Der Markt hat sich tatsächlich gerade in den letzten Monaten oder im letzten Jahr sehr stark verändert. Es war ganz klar immer der Fokus auf die Bitcoin, war bei Weitem auch das meistgehandelte Gut sozusagen, die Cryptocurrency. Das hat sich aber verschoben, also Ethereum auf der Überholspur sozusagen, die Bitcoin im Marktvolumen zu überholen. Da setzen im Endeffekt alle drauf, dass es auch passieren wird. Was man aber sehr stark auch sieht, dass es, und das ist sehr überraschend eigentlich gewesen, dass es durchaus viele andere Coins gibt, die momentan auf der Überholspur sind. Ja, da gibt es eine Solana oder andere, die wirklich unglaubliches Marktvolumen, also Marktkapitalisierung gerade erreichen. Das heißt, man merkt, dass sich der Markt sehr stark auseinander diversifiziert und dass es da inzwischen wahrscheinlich 20, 30 Coins gibt, die sich den Markt aufteilen. Und das ist das Interessante dran. Aber ganz konkret, gibt es da sozusagen Bitcoin, die Ur-Kryptowährung? Eine der Fragen, die jetzt gerade reingekommen ist auch, und das gebe ich dir gleich, ja? Was ist eigentlich eine Kryptowährung? Ja? Die gute alte Frage, und die gebe ich dir. Aber es gibt eben Bitcoin, diese Kryptowährung, dann gibt es Ethereum, sagen wir eine Plattform für Anwendungen, dezentrale Applikationen. Solana hast du erwähnt, das ist im Grunde auch so wie Ethereum, und dann gibt es noch fünf andere, die dasselbe wollen. Also ist das nicht alles ein bisschen auch ein gewaltiger Hype, wo alle versuchen, das nächste große Ding zu finden und am Schluss kommt der große Katzenjammer, so wie auch 2017? Das wird sich weisen natürlich. Also mit einer Konsolidierung wird man immer wieder rechnen müssen. Man muss aber auch dazu sagen, dass sich der Markt offensichtlich auch immer wieder selbst bereinigt. Man spürt ja auch, dass er immer Dips erfährt. Das heißt, es gibt auch immer wieder eine Bereinigung, eine Kurskorrekturen. Grundsätzlich muss man aber schon ganz klar erwarten, dass wir noch lange nicht den Peak der Cryptocurrencies oder der Blockchain-Anwendungen insgesamt gesehen haben. Da sind wir noch weit nicht dort. Ich glaube, dass man sozusagen in den Bereich der Commodity, also Cryptocurrency wird zum gewöhnlichen Investitionsgut, gerade im Wandel dazu sind, dass es eigentlich, wo man heute sagt, die Masse investiert vielleicht in eine Aktie oder kauft sich eine andere Währung, dass sich, also eine normale Fiat-Währung, wie wir das nennen, vielleicht morgen dann tatsächlich es genauso gewöhnlich ist, dass man sich eine Kryptowährung kauft. Was ist denn eine Kryptowährung? Eine Kryptowährung ist nichts anderes, in einfachen Worten gesagt, die Digitalisierung einer normalen Währung. Ja? Das heißt, es ist ein sicheres Netzwerk,
das durch, und wie ist es sicher gemacht? Durch Dezentralisierung. Ja? Das heißt, es wird global die Informationen, wer besitzt es, wie hoch ist der Wert, welche Transaktion wurde durchgeführt, wird dezentral bei allen Nutzern dieses Netzwerks gespeichert. Dadurch wird es super sicher und natürlich die Benefits der Digitalisierung werden ja auch noch genutzt, das heißt einfache Transferierbarkeit, super billig auch. Also ich habe neulich wieder etwas gelesen, wo glaube ich 800 Millionen Euro für, ich weiß es nicht mehr genau den Wert, für einen Euro transferiert wurden. Das heißt, es ist auch super billig im Vergleich zu den sehr schwierigen Geldtransfers, die heute passieren. Es ist auch super teilbar. Also es bringt Benefits, die sozusagen altes Geld oder Wert, ich beschreibe es immer viel lieber in Wert, weil ist das jetzt eigentlich mit Geld gleichzusetzen oder mit Gold? Da gibt es ja immer wieder verschiedene sozusagen Mechanismen, mit denen man es vergleicht. Das heißt, es ist eine Speicherung von Wert und diese Speicherung von Wert wurde sozusagen digitalisiert. Und so ist es auch zu verstehen. Mhm. Vielen Dank. Peter, Dominik, die Grundfrage unserer Veranstaltung ist ja Lug und Betrug oder große Chance für die Wirtschaftswelt. Und am Schluss wird rauskommen, es ist irgendwie beides. Aber ich gebe dir jetzt die undankbare Aufgabe, als Crime-Experte auch mal in die Lug- und Betrug-Ecke zu schauen. Was hast du denn da so beobachtet? Ich meine, wie kriminell ist denn die Kryptowelt eigentlich? Ja, hallo auch von meiner Seite. Sitzt nicht in San Francisco gerade, sondern sitzt in Graz. Hallo also aus das Graz. Auch, das ist auch zeitzonenmäßig ein bisschen besser. So ist es, genau so ist es, ja. Also vorab einmal, ich bin großer Fan von Cryptocurrencies. Der Herr Doktor hat vorher darüber gesprochen, wie man fröhlich, wie man glücklich wird. Schaut heute wieder mal in euer Wallet rein. Ich glaube, heute war wieder ein guter Tag, nachdem er die letzte Woche eher ein bisschen trauriger waren. Aber gesamt gesehen ist es schon ein gewaltiges Marktpotenzial, was es da gibt. Aber natürlich, jede Erfindung der Menschheit vom Feuer begonnen, hat auch negative Seiten gehabt. Ja? Das Internet braucht man nicht reden. Da passiert auch vieles nicht ganz so Legales. Ja? Darf auch Gerichtssachverständiger sein, darf im Bereich Cybercrime immer wieder Fälle betreuen. Und das ist schon auffällig natürlich, dass in den letzten 2-3 Jahren da klassische Pyramidenspiele halt einfach auf das neue Medium Bitcoin transferiert wurden. Ja? Ist ja generell vieles im Cybercrime, ist ja gar keine Technologie, sondern ist ja eigentlich nur, ich nutze das Medium Internet, in welchem Layer, auf welcher Applikation auch immer, und mache dann irgendwas damit. Ja, also, wie gesagt, überall, wo Sonnenschein ist, ist meist auch die dunkle Nacht. Und ist das etwas, was österreichische Firmen heute akut betrifft? Also es ist ja ein bisschen traurig, dass wenn man dann so von einem Ransomware-Angriff also attackiert wird, wo dann das Lösegeld in Bitcoin oder in einer anderen Kryptowährung verlangt wird, dass das irgendwie das Erste ist, was Firmen sehen von dieser neuen Welt. Ist das etwas, das tatsächlich regelmäßig passiert in Österreich? Naja, diese Pyramidenspiele passieren definitiv regelmäßig ja. In Österreich, wobei man dazu sagen muss, das sitzt keiner davon in Österreich. Ja. Ich darf dann immer wieder auch Location-Tracking machen und darf dann dem Richter sagen, ja, der sitzt jetzt in Vegas oder der sitzt in Nigeria, viel Spaß, greift's drauf zu. Ja. Ja. Der Österreicher, die Österreicherin sind wie alle anderen Weltbürger Opfer von Cybercrime. Ich glaube nicht, dass man da in Österreich besonders hohe Zahl von Betroffenen haben. Ich glaube, dass das jetzt relativ gut aufteilt. Ja. Und neuerdings ja relativ populär geworden, hübsche Mädchen erzählen einem, welche Kryptowährungen man kaufen soll. Und schon ist man wieder im Pyramidenspiel drinnen. Ja. Also Love Scamming mit Kryptos ist, glaube ich, gerade recht populär. Also wir hatten tatsächlich ein großes Pyramidenspiel, das 2017 in Österreich in die Luft gegangen ist. Da waren 20.000 Menschen betroffen in Europa. Das kam aus Österreich oder wahrscheinlich. Da haben wir recherchiert und auch die Polizei und die Staatsanwaltschaft hat eigentlich die Hintermänner nie gefunden. Optiment hat das geheißen. Jetzt würde ich gerne darüber die Frage reden, die jetzt reingekommen ist. Und das ist auch so eine Sache, die bei Bitcoin, bei Kryptowährungen immer wichtig ist. Heinz, du hast viel Erfahrung mit Bitcoin Mining. Kannst du uns mal ein bisschen erklären, was das eigentlich bedeutet, Bitcoin Mining? Was ist deine Erfahrung? Also wo hast du das betrieben? Und wie steht es da jetzt um sozusagen die Ökobilanz von Bitcoin? Die Frage, die reingekommen ist, also
ob ein Investment in Krypto ökonomisch nachhaltig sein kann? Ökologisch, ja. Die Sache ist, ursprünglich wurde Bitcoin so entwickelt, dass viele Rechner um die Wette rechnen und wer innerhalb dieser 10 Minuten als erster die Lösung bietet, der bekommt die frischen Bitcoin, die dort erzeugt werden. Ganz simplifiziert gesagt, das nennt sich Proof-of-Work-Protokoll und das ist die Basis, auf der das alles aufgebaut hat. Und eigentlich haben so gut wie alle Cryptocurrencies, die schon etwas älter sind, damit begonnen. Und das bedeutet, dass natürlich immer mehr Rechner gearbeitet haben und je mehr Rechner, desto mehr Strom wurde verbraucht. Und dann wurden spezielle Rechner entwickelt, die das eben noch besser machen können, aber dann wurden wieder mehrere davon installiert und gekauft und das sind dann riesengroße Farmen gewesen. Wir haben das sehr früh schon an Kleinkraftwerken betrieben. Das war eigentlich sehr ökologisch, weil viel dieses Stroms wäre sonst auch gar nicht abgenommen worden. Das ist ein wichtiger Punkt, oder? Wenn man das Mining betrachtet. Jetzt muss man natürlich sagen, in China wurde auch sehr viel Mining betrieben mit nicht sauberer Energie. Das ist aber mittlerweile ziemlich am Abflauen. Und man muss sich ja eins überlegen, diejenigen, die Bitcoin-Mining betreiben, und das sind mittlerweile riesige Investoren, also wir haben früher Bitcoin-Mining mit Hunderttausenden von Euros betrieben, dann waren es Millionen Euros, jetzt sind es 10 Millionen Euros oder Dollars oder 100 Millionen, die in solche Farmen gesteckt werden. Die Leute, die das machen, die rechnen sehr genau, die schauen sehr genau, wo kommt der Strom her und was kostet mich der Strom, weil der Strom ist einfach der größte Kostenfaktor. Und der billigste Strom ist natürlich auch der grün ist, der möglichst nah am Kraftwerk abgenommen wird. Das ist einmal die eine Seite. Und die zweite Seite, die sich in den letzten Jahren schon sehr stark entwickelt hat, ist der Regelmarkt. Wir haben ja die Situation, dass in unserem Wechselspannungsnetzwerk es darum geht, dass die Spannung gleichgehalten wird. Das heißt, wenn plötzlich mehr verbraucht wird, dann muss auch mehr produziert werden, weil sonst bricht die Spannung zusammen und umgekehrt. Und das ist nicht so leicht zu steuern. Und Bitcoin Mining kann da einen Vorteil bringen, indem es nämlich schnell ein- und schnell ausschaltbar ist. Und wir haben jetzt, also ich selber nicht mehr, aber Kollegen von mir, riesige Farmen auch zum Beispiel in Amerika im Regelmarkt laufen, wo sie Megawatt an Leistung verbrauchen und vom Energieerzeuger oder vom Grid abgeschalten werden können, innerhalb von einer Sekunde. Die sagen, jetzt plötzlich haben wir zu wenig Strom im Netz, zack, da wird einmal ein paar Megawatt abgeschalten und damit können die das Netz stabilisieren. Und das heißt auch, dass man dadurch sogar Geld bekommt, wenn man Strom abnimmt. Moment. Jetzt sind wir aber völlig anders. Erst waren wir bei Kryptostamps, dann waren wir bei Bitcoin, jetzt sind wir im amerikanischen Stromnetz. Überall. Es ist in Europa das Gleiche, nur in Europa wird es noch nicht so sehr gemacht. Aber wer ruft da an bei den Kryptominern und sagt, schalt das jetzt mal ab? Das machen die automatisch. Die haben einen Vertrag und die können praktisch einen großen Verbraucher abschalten. Das wäre so, wie wenn wir einen großen Stahlproduzenten in Linz plötzlich abdrehen würden und sagen, hey, wir haben jetzt zu wenig Strom, ihr könnt schnell einmal den Hochofen runterfahren, zack, ausgeschalten und der Strom steht zur Verfügung für andere. Aber gehe ich recht in der Annahme, dass man einen Bitcoin-Mine auch ein bisschen schneller wieder rauffahren kann als einen Hochofen? Man kann ihn sofort runterfahren, ja. Und man kann ihn auch, wenn man es richtig macht, relativ schnell hochfahren. Aber warum sollten die das machen? Warum sollten die freiwillig abschalten? Weil sie dafür den Strom umsonst bekommen, okay. Sehr billig bekommen, okay. Oder sogar Geld bezahlt bekommen dafür, dass sie ihn abnehmen. Das ist hochinteressant, aber das ist etwas, was in Europa noch nicht überhaupt nicht angekommen ist, oder? Kaum, aber es wird kommen, denn das Problem im Stromnetz haben wir überall. Und es macht ja Sinn, die Überlegung, wenn man überschüssige Energie hat, kann man damit Wasserstoff produzieren, die Energie aufbewahren und später verwenden. Mhm. Man kann aber auch Bitcoins produzieren und mit diesen Bitcoins nachher irgendetwas kaufen. Also es macht genauso Sinn, wie Wasserstoff zu produzieren oder den Strom in einem Speicherkraftwerk wieder auf den Berg hinauf zu pumpen. Wäre Österreich ein Land, das dafür in Frage kommen würde? Sicher. Das heißt, überschüssiger Strom aus Wasserkraftwerken, Windradeln im Burgenland, die heute sich besonders schnell drehen. Genau.
Und je kleinteiliger man es macht und je kleinteiliger man es auch nahe dem Verbraucher macht, desto mehr kommt man in die Richtung, in die wir ja alle gehen müssen, mit der Internet of Energy, wo ja die ganzen Verteilungsnetze auch kleingliedriger werden, und da passt das sehr gut hinein. Das ist wahnsinnig spannend und ein Aspekt, der, glaube ich, viel zu selten beachtet wird. Dominik, ich glaube, du hast den Finger gehoben. So ist es. Ich würde da dazu auch gern was sagen. Ich finde das absolut großartig, weil wir wissen ja, das Blackout-Szenario ist keine Frage von ob, aber eine Frage von wann. Ja? Vorher der Herr List hat es toll gesagt, wer weiß, ob nicht die nächste Pandemie ein Computervirus ist. Ja? Also das ist ja permanent da. Und wir wissen auch, dass die erneuerbaren Energien, Wind, Solar etc., dieses Stromnetz instabil machen. Ja? Also wir brauchen gar keinen Hacker, sondern vielleicht schaffen wir selber einen Blackout zusammenzubringen durch eben unqualifiziertes Einspülen von Strom zu gewissen Zeiten. Und ich finde das ein ganz spannendes, tolles Modell, dass man hergeht, den Strom, den ich momentan nicht brauche, hergeben, vielleicht Geld bezahlt dafür bekommen, ganz spannend, dass ich den Strom genau in dieser Sekunde verbrauche, wo ich ihn zu viel habe. Also das sollte sich unbedingt auch in Europa durchsetzen. Peter. Ja, ich hätte dazu auch noch eine Anmerkung, vielleicht damit man das Bild nur abrundet. Ja, die Netzwerke und Mining etc. brauchen momentan relativ viel Strom, das muss man ganz offen sagen. Aber vielleicht für die Nichtsbewanderten, auch die Blockchains und die Technologie hier ist evolutionär. Ja? Das heißt, Ethereum beispielsweise optimiert sich auch laufend und man merkt, die Energieeffizienz der einzelnen Coins selber steigt, also die wird auch ständig besser. Ja? Das heißt, man kann sich auch erwarten, dass das Thema weniger und weniger relevant in der Zukunft wird. Aber weil ich es richtig verstanden habe, dann ist ja die Energieeffizienz dann gar nicht so wichtig, weil die Energie unter Anführungszeichen Ineffizienz ist ja dann eigentlich ein Vorteil von Bitcoin. Naja, da muss man eins dazu sagen das hat der Peter ja mit jetzt erklärt, schon indirekt dadurch, dass es jetzt Blockchains gibt, die nicht mehr mit diesem Proof-of-Work-Protokoll arbeiten. Das heißt, Ethereum ist gerade am Weg dabei, sich umzustellen auf Proof-of-Stake. Das heißt, das ist ein anderes Konsensussystem. Das muss ich jetzt auch kurz erklären. Gut. Ursprünglich sind sie um die Wette gelaufen und haben um die Wette Strom und Maschinen eingesetzt. Und im Proof-of-Stake gibt man sozusagen Geld, sein eigenes Geld in einen Pot. Und wenn man einen Fehler macht, das heißt, wenn man zum Beispiel betrügerisch handelt, dann ist dieses Geld weg. Das heißt, das Incentive dafür, dass jetzt viele Leute in einem dezentralen Netzwerk sich darum kümmern, dass alles mit rechten Dingen zugeht, das kann ich entweder mit Proof of Work machen, das heißt mit viel Strom verbrauchen und alle um die Wette laufen, oder ich kann es mit Proof of Stake machen, wie es jetzt eben in Ethereum sukzessive die Umstellung da ist, wo ich dadurch, dass ich einfach mit meinem Geld dafür hafte, meine Rewards bekommen. Bedeutet das nicht, dass die Leute, die mehr Geld haben, auch mehr Entscheidungen treffen, also mächtiger sind? Es ist eine gewisse Gefahr im Proof of Stake, dass natürlich sich Konglomerate bilden. Ist theoretisch auch im Proof of Work möglich, natürlich schwieriger. Ja. Aber wir müssen ja davon ausgehen, dass das ja eine Entwicklung ist. Und Ethereum als die zweitgrößte Blockchain oder zweitwertvollste Blockchain, die jetzt auch sehr stark im Steigen ist, wird uns das die nächsten Jahre zeigen und wir werden daraus lernen. Und ich glaube auch, die hartgesottenen Bitcoiner werden dann daraus ihre Schlüsse ziehen, was immer das sein wird. Jetzt muss ich aber schon die Frage stellen, Ethereum hat offenbar eine wirklich gute PR-Arbeit, ja? Weil die sind noch nicht Proof-of-Stake, aber alle tun immer so, als wären sie schon. Es gibt 15 Proof-of-Stake-Blockchains, die es heute schon gibt. Warum haben die noch nicht Bitcoin und Ethereum überholt, wenn das so ein tolles System ist? Da ist eine gewisse Langsamkeit in dem Netzwerk, die ja auch positiv ist. Also es wird nicht so schnell etwas Neues eingeführt und es braucht sehr viel und sehr viel Überzeugungsarbeit und sehr viel Erfahrung, bevor sowas umgestellt wird. Und weil du gesagt hast, die Blockchains, die eben mit Proof of Stake schon arbeiten, zum Beispiel für die Post, haben wir ja bei der letzten Crypto-Stamp schon auf eine Blockchain auf XDAI gesetzt, die Proof of Stake ist, auch
unter dieser Überlegung und der Kryptowein, also ich habe zum Beispiel auch Wein auf meinem Handy, in meiner Wallet, der Wein ist auch in dieser XDAI-Chain, also das kommt schon. Und das sind halt jetzt Spezialanwendungen, sukzessive wird das kommen und ich gehe davon aus, dass es so oder so in der Zukunft kein Thema mehr sein wird, die ökologische Frage. Da würde ich jetzt gleich auch zum Stefan übergehen. Du hast den Kryptowein gerade erwähnt. Es gibt eben basiert auf Krypto unterschiedliche Produkte, so wie die Krypto-Stamps, NFTs aus dem Sportbereich, aber eben auch Wein. Bitte erklärt uns, wie das mit dem Wein funktioniert. Und daran angeschlossen auch die Frage, sind jetzt diese NFTs eine wirkliche Revolution für Kunst, Kultur und Musik? Oder ist das so ein Hype, wie die ICOs vor 4 Jahren waren, die dann wieder in der Bedeutungslosigkeit verschwunden sind? Nein, also das glaube ich nicht, dass das in der Bedeutungslosigkeit verschwindet und ob ich es Revolution nennen würde, weiß ich nicht. Ich würde es fast eher Ergänzung nennen. Ergänzung als zusätzliches Geschäft. Also der Kunstmarkt wird trotzdem weiter bestehen und er wird trotzdem weiter physisch sein, aber er wird auch digital sein und wird neue Einnahmequellen auch für Versteigerungshäuser, für Museen oder sonstige Institutionen bringen. Und das ist alles möglich durch diese NFT-Technologie, wo ich also wirklich Einzigartigkeiten schaffen kann. Und was ich weiters auch noch fest überzeugt bin, es wurde angekündigt von Facebook, das Metaverse. Und NFT wird im Metaverse eine ganz wichtige Rolle einnehmen, nämlich der Besitz in der virtuellen Welt. Was um Gottes Willen ist das Metaverse? Wir können virtuelle Welt dazu sagen, wo ich mich also dann virtuell durchbewege und in dieser virtuellen Welt wahrscheinlich ein Zweitleben führe. Wo ich auch gewisse Dinge besitzen kann, wo ich durch gewisse Dinge durchgehen kann, mir anschauen kann. Und teilweise gibt es das ja heute schon. Also wenn wir uns anschauen, Decentraland, dann haben wir ja hier schon eine Art Metaverse. Ist übrigens auch ein Grund, warum dieser Coin seit ungefähr 4 Wochen durch die Decke geht und sich, glaube ich, mittlerweile verzehnfacht hat. Innerhalb von über 6.000% am Jahr. Ja, okay, dann müssen wir jetzt auch erklären, was ist, also Decentraland ist so quasi eine virtuelle Welt. Eine virtuelle Welt, so wie ein dezentraler Minecraft-Server. Ich würde mal Folgendes sagen. Stellen wir uns vor, ein Museum. Ein Museum lebt davon, dass es gewisse Werke ausgestellt hat, die ich mir anschauen möchte. Und genau das Gleiche kann ich auch virtuell machen, indem ich heute Kunstwerke besitze, die digital sind. Und durch den Token habe ich den Besitznachweis, dass das mir gehört. Und das kann ich jetzt in einer virtuellen zur Verfügung stellen für eine Ausstellung. Und kann einen virtuellen Raum schaffen, wo dann unterschiedlichste Leute sich ihre Werke zur Verfügung stellen können, die dort ausgestellt werden. Und daher wird NFT eine ganz, ganz wichtige Technologie sein für das Thema Metaverse. Aber ist das nicht alles nur Inflation und Spekulation am Ende des Tages? Ja, aber in der reellen Welt ist auch viele Spekulation. Also wenn ich mir heute ein Kunstwerk kaufe, kaufe ich es mir, indem ich es mir aufhänge und es ist schön. Das gibt es in der virtuellen Welt genauso. Und es gibt welche, die ich gerne um Gewinn weiterverkaufen möchte und ich spekuliere damit. Was ist jetzt mit dem Wein? Da kann der Heinz, glaube ich, noch mehr dazu sagen. Ich war nur der Initiator vom Kryptowein. Umgesetzt hat den dann der Heinz. Ja, also die Capacity hat das umgesetzt, gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer. Und es geht darum, dass Weine, die besonders selten und wertvoll sind, allerdings keine alten, sondern aktuelle Weine, die werden eben über diese Plattform einmal verkauft, im ersten Augenblick einmal versteigert. Und der Unterschied ist der, du kaufst deinen Wein oder ersteigerst deinen Wein. Ich habe da eine Flasche Wein in meiner Wallet zum Beispiel. Und diese Flasche, die liegt physisch jetzt noch in einem professionellen Weinlager. Und ich sehe auch, wann dieser Wein den besten Trinkzeitpunkt haben wird. Das ist in dem Fall 2031, dann muss ich noch ein bisschen warten. Ich habe nicht so viel Platz zu Hause, um mir den Wein gut aufzuheben. Jetzt kann ich diesen Wein dort liegen lassen und kann ihn mir dann, wenn er trinkreif ist, kommen lassen, indem ich genauso wie bei der Kryptostamp sage, so, diesen Wein jetzt bitte liefern lassen.
Wofür brauche ich da ein NFT? Das kann ich auch einfach auf einem zentralisierten Server machen. Genau. Du kannst aber jetzt diesen Wein, den habe ich hier in meiner Wallet, den kann ich dir zum Beispiel, wenn du mich einmal einlädst, kann ich dir statt eine physische Flasche mitzubringen, kann ich dir diesen Wein, wenn ich bei dir reinkomme, sage ich, schau, ich habe dir jetzt diesen, welchen hättest gern, den und den übertrage ich dir dann, genauso wie ich dir eine Krypto-Stamp übertragen kann und du hast dann diesen Wein. Hast du schon mal versucht, Leuten virtuellen Wein zu schenken, wenn du eingeladen warst? Natürlich. Ich habe diesen Wein jetzt seit, das gibt es jetzt seit 25 Tagen, ja. Und ich habe schon bei den ersten Versteigerungen welche ergattert und ich habe schon einen hergeschenkt und natürlich in meinem Umfeld sind schon eher kryptoaffine Leute, okay. Aber nachdem es so funktioniert, dass du den Personen nur auf die E-Mail-Adresse den Wein auch schicken kannst, ist das schon relativ einfach und ich glaube, da hat uns ja auch Big Panda gezeigt mit der Usability, ja. Wie wird das einfach und die Usability ist im Moment bei vielen Dingen noch weit davon entfernt, aber da sind wir auf einem guten Weg. Was passiert mit dem NFT, wenn der Wein getrunken ist? Dann ist die Flasche leer und du kannst ihn dir aufheben, so als den hatte ich einmal getrunken. Aber dann kann ich ihn nicht immer noch herschenken? Nein, herschenken, ja, du kannst dein leeres NFT natürlich auch herschenken. Aber woher weiß die Blockchain, dass die Flasche leer ist? Weil sobald die Flasche geliefert ist, gilt sie als leer. Okay, verstehe. Du wolltest noch was sagen zum Wein? Ich wollte auch noch was dazu sagen zu deiner Frage, weil es ist ja auch das Thema, the future is now. Und ich war 2013 auf einer Veranstaltung, da hat man gesagt, irgendwo in 2-3 Jahren, also das heißt 2016, 2017, werden der Großteil aller Searches im Internet mobile sein und nicht über PC. Und ich bin 2012 gesessen und habe mir gedacht, so ein Blödsinn, weil ich surf nur am PC und am Handy überhaupt nicht, obwohl es schon Smartphones gab. Und die Welt ändert sich permanent. Und ja, du hast vollkommen recht, heute schenken wir die Weinflasche, aber ich glaube, es hat durchaus Potenzial, zukünftig den Wein sozusagen dir digital zu schenken, den du dir dann irgendwann in deiner Pension abrufst und dir schmecken lässt. Also, nur als Gegenbeispiel sozusagen, wie sich die Welt auch verändert. Also ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis meine Frau mir erlaubt, einen digitalen Wein herzuschenken, wenn wir eingeladen sind. Aber heutzutage kommt es eh nicht so oft vor, dank dem Lockdown. Peter, wir haben jetzt eine Frage, wir haben einige Fragen reinbekommen vom Publikum, Stichwort Bitpanda. Ja? Ihr seid bekannterweise ein Unicorn. Kannst du erklären, was das für Österreich bedeutet? Wie viele Mitarbeiter, wie viel Umsatz habt ihr, macht ihr? Wie viel der Wertschöpfung bleibt denn sozusagen bei uns? Ja, glücklicherweise bleibt sehr viel Wertschöpfung in Österreich. Also wir haben den überwiegenden Teil unserer Mitarbeiter. Wir sind jetzt um die 650 Mitarbeiter insgesamt in Österreich. Muss aber dazu sagen, dass wir natürlich jetzt international werden und viele Standorte in Europa aufgemacht haben, um einfach weitere Talente zu akquirieren oder auch natürlich die Märkte dort zu erobern. Das ist ganz klar. Umsatztechnisch bewegen wir uns in einer hohen dreistelligen Millionenbereich inzwischen, glücklicherweise dieses Jahr. Die Zahlen werden wir demnächst bekannt geben dazu. Aber kannst du uns jetzt noch nicht verraten zur Welt? Ja, ich kann schon sagen, also wir bewegen uns jetzt da über die 300 Millionen Euro. Und wie viele Österreicherinnen und Österreicher handeln bei euch mit Kryptoassets? Das sind schon mehrere hunderttausend Österreicher, die bei uns handeln, genau. Aber wir müssen sogar sagen, wir haben sogar mehr Deutsche schon auf unserer Plattform als Österreicher, natürlich auf der Grundlage. Gut, es gibt ja auch mehr Deutsche, das ist ja unfair. Unfairer Vergleich, okay. Dominik, jetzt auch für dich eine Frage aus dem Publikum, obwohl du hast ein, zwei Mal schon aufgezeigt, du hast sicher auch was zum Wein vielleicht zu sagen, aber vielleicht jetzt mal auf die Definition, von was wir hier reden, Bitcoin und andere Kryptowährungen, erstens, ja, die Zentralbanken sagen, das sind keine Währungen, das sind Assets. Was ist es denn aus deiner Sicht? Die Frage gleich zu beantworten, ist definitiv eine Währung. Aber was jetzt? Grund, alle Währungen oder nur Bitcoin? Na, ich würde schon die gesamten Cryptocurrencies als Währungen sehen. Dafür sind sie ja geschaffen worden. Mit Währungen ist immer schon spekuliert worden. Also warum jetzt nicht auch mit digitalen Währungen und wie wir alle wissen, die Blockchain dahinter ist relativ sicher. Ja? Also der Betrug findet nicht in der Blockchain statt, sondern über das Medium, aber mit altherkömmlichen Methoden.
Aber zum Beispiel Pyramidenspiel. Also ein Wort, das jetzt noch nicht gefallen ist, weil NFTs irgendwie den Hype rund um Decentralized Finance gerade abgelöst haben. Decentralized Finance ist also eine Möglichkeit, Geld zu verdienen mit seinen Kryptowährungen, Geld zu leihen, Geld zu verleihen. Da finden immer wieder Hacks statt, wo Geld gestohlen wird. Also wie sicher kann das dann sein? Naja, ich glaube, also ich hoffe mal, ich bin selber glücklicher Bitpanda-Kunde, dass es auf der Plattform schon sehr sicher ist. Das Problem ist der Transfer, ja? Dass man es im Transfer möglicherweise, wobei der Transfer selbst auch sicher ist, aber dass das Empfängerkonto einfach ausgetauscht wurde, dass auf der Empfängerseite der Hack stattfindet, aber nicht in der Blockchain und auch nicht in der Übertragung. Zum Wein wollte ich nur sagen, das ist wirklich, das ist ein perfektes Beispiel, wie man Dinge digitalisieren kann. Ich habe das nicht gewusst bisher, ich finde das spitze, dass man Wein digitalisiert verkauft. Und zum Decentraland, den habe ich mir extra ausgeschrieben für heute, weil der schon ein extremes Beispiel ist. Über 600% in den letzten 30 Tagen, 100% in den letzten 10 oder so. Also da geht schon richtig was weiter. Und wenn man das glücklicherweise in seinem Portfolio hat, dann freut man sich in erster Linie mal drüber. Aber ich glaube schon, dass das auch mehr in diese Richtung gehen wird. Ob man das jetzt nur als Coin bezeichnet, wahrscheinlich nicht, aber es ist Währung. Peter, du hast aufgezeigt vor kurz. Ja, ich habe aufgezeigt zum Thema Sicherheit, glaube ich, weil natürlich viele Leute das Thema kritisch betrachten, weil sie vielleicht denken, ja, ich kann betrogen werden etc. und kein Gefühl dafür haben. Ich muss wirklich einen klaren Appell daran richten. Es liegt wirklich, das Sicherheitsthema bewegt sich in der persönlichen Ebene, nämlich wie ich meinen eigenen Zugang zur Wallet und zu meinem quasi Provider verwalte. Dort passieren die Themen. Ja, wenn ich meinen Haustürschlüssel quasi irgendwo liegen lasse, in der Nähe meines Hauses oder verliere, dann muss ich damit rechnen, dass dort jemand einbrechen kann. Dasselbe ist, es gibt aber genug Sicherheitsmechanismen, wie man sicherstellen kann, dass kein Mensch auf meine Wallet zugreifen kann. Ja, deswegen gibt es Two-Factor-Authentifications. Also es gibt, die seriösen Anbieter haben genug Mechanismen und bitte, also Appell an die User, diese auch zu nutzen. Mit diesen Mechanismen haben wir ganz klar die Erfahrung, da gibt es solche Zwischenfälle eigentlich nicht. Ihr als Bitpanda, das ist ein Stichwort auch für institutionelle Investoren, Stichwort Custody. Also ihr bietet ja quasi, wenn ich jetzt meine Bitcoin oder meine Ethereum bei euch kaufe, dann behaltet ihr die für mich einmal in erster Linie. Ne? Also dann muss ich mich quasi um nichts kümmern, sondern es bleibt dann dort liegen und ich vertraue euch, dass ihr nicht damit davonlauft. Macht ihr das auch schon für Institutionen? Ja, wir machen das natürlich für Endkunden, aber auch für Institutionen, ganz klar. Dazu sei gesagt, man hat natürlich das Wahlrecht. Man könnte natürlich auch sagen, ich ziehe das auf eine Cold Storage, so eine Art USB-Stick, auch mit Zugangscode etc. gesichert. Also wenn man nicht der Plattform vertrauen würde, kann trotzdem behaupten, dass wir absolut sicher sind. Wir werden auch immer wieder geprüft. Der normale Audit findet auch statt. Man prüft ja auch, ob die Assets tatsächlich vorhanden sind. Das heißt, alles ist vorhanden. Ja. Also die Sicherheitsvorschriften gelten ja auch und ja, der Kunde kann das bei uns haben und dieses Vertrauen haben und Institutionelle machen das genauso. Aber was heißt das? Was kannst du uns erzählen über die Institutionellen? Weil das ist schon interessant. Gibt es da Banken, Hedgefonds, Family Offices? Wer kauft Kryptowährungen außerhalb der Privatanleger? Also da eine Tendenz zu nennen ist fast unmöglich, weil es quer durch den Gemüsegarten ist. Also wir haben Kleinunternehmen, wir haben Banken, wir haben Finanzinstitute, also Private Wealth, ne, Großkunden, die einfach das Nötige mitbringen. Also das kann man, ich kann es eigentlich gar nicht einschränken. Oder willst nicht? Na, weil also es ist wirklich ein unglaublich breites Spektrum. Man merkt auch, dass es im Gesamtmarkt Spezialisten gibt, ne, ja, die sich auf das fokussieren. Und deswegen, wenn man über den Markt redet, ist es sehr heterogen. Da gibt es Provider, die fokussieren sich mehr auf die großen institutionellen Finanzinstitute. Dann gibt es welche, die mehr in den Privatsektor gehen. Wir haben natürlich überwiegend den Bereich Private. Das muss man ganz klar sagen. Und wo ist aus eurer Sicht, ihr seid jetzt tätig in vielen europäischen Ländern, der Dachraum ist immer noch der wichtigste, hast du mir in der Vorbereitung erzählt. Aber wo herrscht sozusagen der größte Krypto-Enthusiasmus? Nicht im Herzen Europas, leider. Wir spüren einen unglaublich starken Trend in der Türkei. Also global gesehen ist es in Asien auch extrem. Also man muss ganz offen sagen, was die Digitalisierung und den Trend, auch das Thema NFT, das hier gerade angesprochen wurde, wo sind die Megatrends in der Richtung? Die sind in Asien.
Man merkt aber schon auch ganz klar, das zieht in Europa jetzt auch in, eigentlich in allen Märkten an. Ich würde es gar nicht sagen, wenn ich jetzt Türkei außen vor lasse, dass es da einen Markt gibt, der signifikant sich von den anderen unterscheidet. Also das sind alle europäischen Länder relativ ähnlich. Da muss ich jetzt mein Ungewissen zeigen, in der Türkei seid ihr ja auch? Wir sind auch in der Türkei präsent, ja. Und wie reagieren die Türken auf die, wie soll ich sagen, exzentrische Geldpolitik von Erdogan? Naja, die sind tatsächlich, ich vermute, dass es auch natürlich aus dem, wenn man den aktuellen Türkisch-Lira-Kurs angesehen hat, dann weiß man, warum vermutlich auch türkische Kunden gerne in andere Währungen oder in andere Anlageformen strömen. Ja, also das ist, glaube ich, die Antwort auf die Frage. Ja, also die suchen ganz klar andere Möglichkeiten, ihren Wohlstand zu sichern. Man kann auch in den Statistiken ganz gut sehen, dass je jünger das die Bevölkerung, desto eher natürlich die Begeisterung für Krypto, das ist auch das, was du vorher erwähnt hast, dass wir natürlich in die Zukunft schauend das uns ansehen müssen, was die jungen Menschen heute tun. Heinz, jetzt würde ich dich mal fragen, Bitcoin ist ja mal erfunden worden quasi als eigentlich Antwort auf die Inflation, wenn man so will, nicht? Jetzt ist sie da, die Inflation, die Türkei haben wir jetzt gerade gesehen, also ist jetzt sozusagen der Punkt erreicht, wo wirklich die Masse sich sagt, irgendwie, ich muss jetzt versuchen, ist da deiner Meinung nach einen Inflection Point erreicht bei den Krypto-Geschichten jetzt, dank der Inflation, dank der Covid-Krise? Also ob es jetzt an der Krise und an der Inflation liegt, bei uns in Europa sicher noch nicht, weil die Menschen es erst langsam jetzt spüren oder beginnen zu spüren. In Südamerika, in der Türkei und in einigen Ländern haben die Leute genügend Gründe, Inflation und andere Gründe, warum sie einfach sich von dem staatlichen Geld lösen wollen. Und das kann natürlich woanders auch passieren. Und wenn die Inflation steigt, wird das sicherlich den Cryptocurrencies die positiv beeinflussen. Wie wir auch vorher schon gehört haben, Dominik, natürlich, ja, wenn du in der Zeitung steht Inflation und dann steigt irgendeine Cryptocurrency vom Decentraland um 600%, dann ist irgendwie die Inflation auch wurscht. Aber nur, wenn du rechtzeitig verkaufst, natürlich. Die Frage, die reingekommen ist, und die geht direkt ins Herz, ja? Wozu brauche ich bei diesen ganzen Blockchains dann diese Währungsassets? Wozu brauche ich bei einem Ethereum ein Ethereum, auf das auch spekuliert wird? Warum kann ich diese Technologie nicht nutzen, ohne auch eine Kryptowährung drangehängt zu haben? An wen? An mich? Also ich habe es mit dir geredet. Jeder kann sich freiwillig melden auf diese sehr wichtige Frage. Die Technologie wird ja völlig unterschiedlich eingesetzt. Die wird ja nicht nur für Währungen eingesetzt. Wenn man schaut in der Logistik, die Zukunft ist die Blockchain. Also ich sehe das überhaupt nicht, dass die Blockchain oder diese Technologie nur für Währungen eingesetzt wird, ganz im Gegenteil. Ja, aber bei all diesen 13.000 Cryptocurrencies, die wir da jetzt auf CoinMarketCap sehen, gibt es eben auch zur Blockchain eine Währung. Also aus meiner Sicht ist sicherlich ein Vorteil, dass ich dahinter eben mit der Währung den Smart Contract ja auch setze und damit auch die Transaktion gleich abwickeln kann und damit bezahlen kann. Was ist ein Smart Contract? Der Smart Contract ist im Prinzip hinterlegt, was ich genau für Vereinbarungen mit dem Käufer treffe, in der Sekunde, wo er mir seine Kryptowährung übergibt. Und das ist ja die Idee dahinter auch in der Blockchain, dass ich eben diese Smart Contracts gleich direkt abwickeln kann und damit auch den kompletten Billing-Prozess, den kompletten Zahlungsprozess, den kompletten Clearing-Prozess ja auch gleich mitnehmen kann. Es gibt mittlerweile Projekte, ich wollte zum Beispiel eines bei der Post jetzt noch starten, ob das gemacht wird, weiß ich nicht, aber in der Telekommunikation weiß ich, dass es das gibt, und zwar Roaming. Und da gibt es wahnsinnig viele Verträge mit unterschiedlichsten Ländern und deren Telekommunikationsgesellschaften. Und das muss ja alles geklärt werden. Das heißt also, da laufen extrem viele Transaktionen und extrem viele Finanzdaten zusammen, die ja auch Geld kosten. Und das kann ich mit Smart Contracts versehen eigentlich sehr gut automatisieren. Mit einem gewissen Trust-Level dahinter auch, das ich beim Zentralserver nicht hätte in diesem Ausmaß, weil es ja dann immer einen gibt, dem ich vertrauen muss. Und da habe ich im Prinzip eine ganze Gemeinschaft, denen ich vertraue. Also daher macht für mich der Coin schon Sinn dahinter, weil hinter dem Coin der Smart Contract liegt. Okay. Dominik,
jetzt ist die Frage reingekommen, sind Cryptocurrencies ein Generationenthema? Jetzt frage ich dich nicht nach deinem Alter, aber du hast mir in der Vorbereitung erzählt, dass du nimmst als Berater, du nimmst eben auch Bitcoin an als Währung, du zahlst auch selbst damit, also nutzt du es wirklich im Alter? Kommen da Kunden zu dir und sagen, ich zahle jetzt in Bitcoin, dann ist es ein Generationenthema dann? Also ich glaube tatsächlich, dass es ein Generationenthema ist. Mit meinen Eltern immer wieder in den letzten paar Jahren über dieses Thema gesprochen, die sind knapp 80, die verstehen es nicht. Sorry, die verstehen nicht, wie Geld auf dem Handy auf einmal da ist und nichts zum Angreifen mehr dazu ist. Also ja, ich glaube, dass die Ü50-Generation, Ü40-Generation sich da sicher mehr angesprochen fühlt, diese Währungen zu nutzen, ja. Und ist es tatsächlich im Alltag so, dass Leute bei dir kommen und sagen, ich zahle jetzt Bitcoin? In Ausnahmen, in großen Ausnahmen. Ich habe es drauf, ich biete es an, habe auch schon selbst die ein oder andere Rechnung dann mit Kryptowährung bezahlt, beziehungsweise die ein oder andere ist auch bei mir schon bezahlt worden, aber das ist die große Ausnahme, ehrlicherweise. Ich hätte es aber gern, dass das wirklich häufiger verwendet wird, also spricht nichts dagegen. Da ist auch noch die Frage, nach dem berühmten Steuerthema, ja, das hängt jetzt so ein bisschen in der Luft. Bitpanda, Peter, ist da sehr stark betroffen. Also kannst du kurz umreißen, wie werden Kryptoassets, Cryptocurrencies, Bitcoin heute besteuert in Österreich und wie in Zukunft, was sind da die Pläne der Regierung? Also aktuell fällt das in die Einkommensteuer rein. Nach einem Jahr Behaltefrist ist es steuerfrei. Mit der Änderung der Regierung, also mit dem Änderungsvorhaben, das momentan am Papier steht, soll das rüber in die klassische Kapitalanlage wandern, also in die CAST. Das heißt, da verändert sich der Steuersatz und das dann auch unbegrenzt. Das heißt, es wird quasi ähnlich behandelt wie eine Aktie. Und vermutlich muss man auch dazu sagen, das beginnt wenn man die Anlageart, wie man das auch behandelt, dass das auch inhaltlich Sinn macht. Das heißt, Ihr findet die neuen Pläne aus Sicht des größten österreichischen Brokers, ist das so in Ordnung? Also wir sagen ganz klar, wichtig ist für uns Transparenz, wichtig ist Klarheit, dass der Kunde auch exakt versteht, was er da tut und ob und wie er besteuert wird. Es hat vorher schon aktuell auch klare Regeln gegeben. Die Kommunikation war ein bisschen ein Thema. Also ich hatte sehr, sehr viele Leute, auch im privaten Umfeld, die sich nicht ausgekannt haben. Also neuerdings hat mir der Briefträger gefragt, weil er mitbekommen hat, dass ich bei Bitpanda arbeite, wie er denn das jetzt abführen muss. Und da glaube ich, alleine die Regelungen, das in die klassische Kapitalanlage zu schieben, alleine das wird schon Klarheit schaffen. Das ist einmal das Grundsätzliche und Wichtigste, das ich begrüßen muss. Mhm. Und ja, ich glaube, wenn jemand einen Job hat und mit 50% im Grunde schon mit Spitzensteuersatz besteuert wird, dass das nicht die Logik sein kann für eine, doch im Sinne einer Kapitalanlage, ist auch klar. Ja? Also dass man da eine klare Regelung in Richtung CAST trifft, ist zu begrüßen. Ja? Steuersätze kann man trefflich formulieren, aber da will ich mir jetzt nicht hinreißen lassen. Gut, es ist auch noch nicht ganz... Bitte. Ganz kurz direkt nachfragen. Ihr habt ja, wie viele andere Anbieter, die Kreditkarte. Ja. Wie ist es steuerlich zu sehen, wenn ich jetzt direkt mit der Kreditkarte von Hausnummer meinem Bitcoin-Konto bezahle? Bevor du das beantwortest, bitte zuerst erklären, was die Kreditkarte ist und was die macht. Also wir bieten an, dass man mit der Kreditkarte direkt Rechnungen bezahlen kann. Das heißt, also ganz klar, was das Geheimnis dahinter ist, ist, man kann auch mit seiner Bitcoin oder mit jeder anderen Währung, die man drauf hat, direkt die Rechnung im Laden bezahlen. Das heißt, man wählt aus in der App dann, während man diesen Vorgang macht, welche Währung ich für den Zahlvorgang verwenden möchte. Jetzt zum Thema der Besteuerung. Also die Antwort, Dominik, ist, es wird behandelt wie ein Verkauf. Das heißt, in dem Moment, wo du verkaufst oder diese Coin quasi realisierst, ja, und den Zahlvorgang machst, würde der Verkauf stattfinden und das Steuerevent würde genau in diesem Moment passieren. Okay. Und heute ist es so, dass ich dann das in meine Steuererklärung reinnehmen müsste? Genau. In Zukunft könnte es so sein, dass Bitpanda das für mich dann erledigt? Korrekt. Oder erledigen muss? Okay, korrekt, ja genau. Das ist eben genau das Thema der Regelung jetzt. Es wird abzuwarten sein, bis das Gesetz dann sozusagen verabschiedet und detailliert ist. Es gibt dann einen Zeithorizont, wo vorgesehen ist, so das ist der momentane Entwurf,
ab dem Zeitpunkt dann wir für Steuerinländer, für Österreicher, diese Steuer dann auch abführen müssen oder werden. Okay, jetzt, wenn wir schon beim Thema Bezahlen sind, würde ich dich mal fragen, Heinz auch, oder auch Stefan, je nachdem, wer sich am eher angesprochen fühlt. Jetzt gibt es ja für Bitcoin ist ursprünglich mal angetreten als Peer-to-Peer-Cash-Network, also dass ich dir Geld schicken kann und du mir Geld schicken kannst und das alles läuft rucki-zucki und relativ günstig. Und wir haben es auch vorher schon gehört von Peter, es ist auch heutzutage nicht mehr so wahnsinnig teuer, genau genommen ist sogar Ethereum inzwischen teurer als Bitcoin, aber jetzt gibt es dann auch noch das Lightning-Network, also eine neue Technologie, die quasi aufsetzt auf Bitcoin, das ist das, was in El Salvador zum Einsatz kommt, dem ersten Land, das Bitcoin als Landeswährung eingeführt hat. Also meine Frage ist, wenn diese Technologie so gut funktioniert, dass ich Geld von einem Punkt am Planeten zum anderen schicken kann, für kaum Kosten, ja? Und wenn ich dadurch auch Menschen Zugang geben kann zum Finanzsystem, warum soll ich das überhaupt besteuern? Warum besteuere ich Geld überhaupt? Das macht eigentlich keinen Sinn, oder? Naja, aus meiner Sicht wird es besteuert, weil es heute als Asset gesehen wird und eben nicht als Währung. Jetzt vom Staat und der Staat sagt, es ist ein Asset, damit wird spekuliert und daher muss ich darauf Steuern zahlen. Also das ist meine Erklärung dazu. Auch wenn vorher gesagt wurde, es ist ganz klar eine Währung, ich bin mir da noch nicht ganz sicher, weil wenn Decentraland eine gute Unternehmensnachricht rausbringt oder in dem Fall Facebook sagt Metaverse und man sieht die Fantasie, dass Decentraland da eine wesentliche Rolle drinnen spielen wird, steigt plötzlich innerhalb von 4 Wochen der Kurs um 6-fache, dann weiß ich nicht, ob das jetzt auch wieder viel mit Währung zu tun hat oder ob das nicht mehr mit einer Unternehmensbeteiligung, also sprich mit Aktien zu tun hat. Ja, aber da muss man dann ganz klar die Frage stellen, da muss man schon unterscheiden zwischen Bitcoin, einem 1 Billionen Dollar Markt, der durch die Energie abgesichert ist, von der wir vorher gesprochen haben, und Decentraland irgendwie auf Platz irgendwo. Ich glaube auch, dass in Zukunft hier gesetzesmäßig sich noch einiges tun muss, weil man nicht alles hier in eine Tasche werfen kann. Ja. Also Bitcoin hat sicherlich mehr von einer Währung, während Decentraland sicherlich mehr von einer Aktie hat. Ja. Und da wird man in Zukunft bei anderen Regierungen wahrscheinlich noch feiner nachjustieren müssen. Ja. Glaubst du, dass sich das auch weiterentwickeln wird, dass man da in Zukunft in Österreich auch wieder schlauer vorgehen? Da prescht Österreich ja gerade wieder mal vor der EU, die gerade an den Themen arbeitet. Und es geht ja darum, auch diese Arten von Tokens irgendwann einmal sinnvoll zu strukturieren in unterschiedliche Arten von Tokens, eben in Security-Tokens, in die zum Beispiel eher in Richtung einer Aktie gehen, in Non-Fungible-Tokens, die typischerweise ein Einzelstück wie ein Bild oder ähnliches sind, ein Kunstwerk, und Utility-Tokens, die halt für die Abwicklung irgendeiner Funktion zuständig sind, und eben Tokens wie Bitcoin, die eigentlich eher einem Geld entsprechen und entsprechen sollten. Und das ist halt, die Entwicklung geht schneller, als die Legislative nachzieht und versucht, das irgendwie in Bahnen zu bringen. Dann zusätzlich ist natürlich auch da und dort dann das Interesse unterschiedlich, und dadurch wird das einfach das Problem sein, dass wir nicht mehr so langsam sind wie bei der Entwicklung des Geldsystems, das hunderte von Jahren gedauert hat, ja, sondern jetzt geht es schnell und wird immer schneller, und mit einer exponentiellen Entwicklung kann der Mensch nicht gut umgehen. Das haben wir schon bei Corona gemerkt, ne? So ist es. Ja. Ist genau das Gleiche. Ist genau das Gleiche, und das werden wir in vielen anderen technischen Bereichen in der nächsten Zeit auch haben. Und da wird uns die Technologie einfach davonlaufen. Also glaubst du, dass wir uns einfach, dass Bitcoin möglicherweise sich im Alltag einfach so als Währung durchsetzen wird, bevor überhaupt irgendwer was dagegen unternehmen kann? Kann durchaus passieren. Vor allem eben dann mit Second Layer Solutions, so wie du gesagt hast, die halt dann einfacher und günstiger sind, wie es auch in El Salvador gemacht wird. Und das sind eben diese Entwicklungen, die kommen und für die es dann am Anfang keine rechtliche Grundlage gibt, weil man es zu spezifisch macht und nicht der Anwendung entsprechend macht.
auf dem Bildschirm sehen wir jetzt viel Nicken. Dominik, siehst du die steuerliche Behandlung von allen Kryptoassets als ein Sektor? Ist das sinnvoll? Schwierig zu sagen. Ich bin jetzt wirklich kein Steuerrechtsexperte. Was Fakt ist, ist, dass generell die Rechtsprechung, seitdem es das Internet gibt, vorne und hinten nicht mehr nachkommt. Ja, das ist jetzt kein Phänomen nur von der Kryptowährung, sondern auch weiter zurückgesehen. Ich meine, Cybercrime wird nicht mehr teilweise sehr eigenartig interpretiert. Also da sind die Gesetze einfach weit hinten nach und jetzt mit den Kryptowährungen sind sie wahrscheinlich völlig überfordert. Inwieweit das alles in einen Topf geworfen werden sollte oder differenzierter angeschaut werden sollte, das bitte müssen andere beantworten. Gut, Peter, ich frage dich jetzt nicht mehr zur Steuer, da habe ich dich jetzt schon genug genervt mit dem Thema, aber jetzt muss man schon, nachdem wir schon so oft darüber geredet haben, Decentraland, die Währung heißt, glaube ich, Mana, habt ihr die im Programm? Mana, ja. Die haben wir im Programm, ja. Ja, weil da könnte Dominik hat offensichtlich gekauft bei uns. Da könnte jetzt einiges an Nachfrage nach dieser Diskussion, nachdem wie viele Zuschauer wir haben, kommen, ja, ins berühmte Metaverse. Was ist eigentlich aus Libra geworden, der Währung von Facebook, die vor 2 Jahren irgendwie noch das heißeste Thema war? Gibt es das überhaupt noch? Hat da jemand Informationen? Ich weiß nicht. Wirklich nichts? Genau. Es könnte auch Halbwissen sein, aber ich glaube, die letzte Information, die ich habe, ist, dass Facebook, glaube ich, sich nicht ganz mit dem US-Government anlegen wollte und das US-Government grundsätzlich eine noch sehr reservierte Haltung gegen viele Kryptowährungen hat. Und ich vermute, dass sie das deswegen noch zurückhalten. Aber ich glaube, auch Facebook wird das weiter in der Hinterhand haben, vor allem wenn sie, also zukünftige Meta, ne? Wenn sie in die Richtung gehen, Coins werden im Metaverse hundertprozentig eine Rolle spielen. Gut. Jetzt habe ich mit dem Metaverse fast nicht gerechnet für unsere Diskussion. Jetzt kommen wir nochmal wieder zurück in die Realität. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, Peter, hast du vorher erzählt, der Postbote hat dich gefragt, wie es ausschaut mit Steuern. Genau. Wenn das nicht ein Top-Sign ist, dann weiß ich auch nicht. Aber vielleicht ist es auch unfair den Postboten gegenüber, weil wir haben ja schon gehört, die Post ist mit dabei bei Krypto. Eine Frage, die gekommen ist, der Krypto-Stamp der österreichischen Post, ist das jetzt ein Vorbild für andere Länder oder nur ein Beispiel für den Krypto-Anwendungsfall? Was bringt denn das den Österreicherinnen und Österreichern? Bevor ich das beantworte, auch noch ganz kurz zu Bitpanda. Bitpanda war eigentlich der Ursprung, warum wir bei der Post Krypto gemacht haben. Weil irgendwann einmal 2016 zwei wahnsinnige Jungs bei mir am Tisch gesessen sind, die gesagt haben, wollt ihr nicht bei der Post Kryptowährungen verkaufen? Und ich die ein bisschen für irre erklärt habe. Heute sind die riesengroß, die Bitpanda-Jungs. Und wir haben es tatsächlich gemacht und haben damals unglaublich viel Erfolg gehabt. Also das hat mich sowas von überrascht, das war unglaublich. Was heißt denn unglaublich viel Erfolg? Also ja, ich weiß nicht, Peter, ob du dazu was sagen willst. Es sind signifikante Zahlen, also es ist durchaus erwähnenswert, aber die Zahlen, die kann ich jetzt nicht nennen. Also es ist vielleicht doch kein Generationenthema, wenn dann die älteren Hofratswitwen sich die Pension holen bei der Post und gleich den Bitcoin-Stamp kaufen, den Bitcoin-Bon kaufen, ne? Also ja, wir reden da von wirklich hohen Summen. Okay. Ja. Und jetzt zur Frage. Ich bin ganz klar der Meinung, dass das ein Vorbild für andere Länder ist und nicht nur ein Krypto-Beispiel. Warum? Also andere Länder heißt für mich andere Postgesellschaften. Warum? Weil wir damit einen Trademark bei der Post gesetzt haben, wie man mit einer alten Sammelleidenschaft es schaffen kann, ins 21. Jahrhundert zu bringen. Und das auch noch als Geschäftsmodell dahinter, wo mehrere Millionen pro Jahr stehen. Ja? Und dazu auch zur Frage, was bringt es den Österreicher und Österreicherinnen? Es bringt auf alle Fälle einmal Geld, weil die österreichische Post ja jedes Jahr Dividenden auszahlt. Und der österreichische Staat mit über 50% beteiligt ist und damit Geld von der österreichischen Post bekommt, das ins Steuersystem positiv hineinfließt. Und daher ist das sicherlich etwas, was es bringt. Das Zweite ist aber auch, dass es international
für Aufsehen gesorgt hat, dass wir in Österreich hier als innovativ bezeichnet werden, was wir in diesem Segment machen. Und damit weltweit, vor allem auch in Amerika. Es gibt dort jedes Jahr eine sehr große NFT-Konferenz in New York, wo wir mit der Österreichischen Post auch jedes Jahr dort sind und dort wirklich Aufsehen erregen und sehr positives Image von Österreich nach Amerika unter anderem transportieren. Gut, also über Staatsunternehmen, die Geld machen, sollten wir uns generell immer freuen. Und wenn man das mit Krypto verbinden kann und mit Innovation, dann umso besser. Jetzt ist eine Frage auch gekommen, die stelle ich auch in die Runde. Einfach loslegen, wer sich beantworten möchte. Wie ist denn das mit dem Verboten von Staaten? Ja, was passiert, wenn Staaten Kryptowährungen verbieten wollen? Inwiefern ist das in Europa, in Österreich zu befürchten oder denkbar? Wer möchte? Ich kann vielleicht... Nur eine Anmerkung dazu, aus welchem Grund auch immer Regierungen noch in Landesgrenzen denken. Das Internet hat keine Landesgrenze und es wird schwierig, das Ganze zu verbieten. Bitte, Peter. Das ist eine perfekte Einleitung, danke Dominik. Tatsächlich ist natürlich genau der Gedanke dieser dezentralisierten Netzwerke, den globalen Handel oder den globalen Austausch natürlich einfach zu machen. Auch die Idee der Blockchain und des Ganzen ist natürlich genau dazu da. In Europa sehe ich das überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Europa wendet sich klar dem Thema zu, wird auch demnächst eine einheitlichere Regelung auf den Markt bringen, die Kryptofirmen und die Logik auch noch klarer reguliert, als es aktuell passiert. Da sehe ich überhaupt keinen Trend, dass es hier Verbote in der Richtung gibt. Verbote, es wird eine Regulierung geben und Regulierung ist gut und richtig, denn es braucht einheitliche Regeln dazu. Aber wird diese Regulierung auch nativ sein? Also wird die auch darauf eingehen, was notwendig ist für diesen Markt? Weil Regulierung ist nicht immer gut natürlich. Ja, das ist richtig. Wichtig ist eben genau, dass man dieses Gespräch sucht. Ne? Und das suchen wir natürlich als Firma und Player in dem Bereich auch sehr aktiv mit den Regulatoren. Weil wo etwas Neues entsteht, muss man auch verstehen. Ne? Man muss wissen, wie man das eigentlich sinnvoll reguliert und da versuchen wir auch zu helfen. Wir merken selber in Österreich, aber auch in anderen Ländern, da durchaus Offenheit. Also ich sehe das in Europa eigentlich sehr positiv. Mhm. Ich glaube, es ist weniger sogar die regulatorische Sicht, es ist eher oft die traditionellen Banken, die damit ihre Schwierigkeit haben. Und das ist wahrscheinlich auch artverwandt zu den Regierungen. Ja? Dort, wo man Angst vor Neuem hat, vor dieser Veränderung, und das ist natürlich China. China versucht als Beispiel natürlich sehr stark, ihre Ökonomie und ihre Bürger im Griff zu halten. Ja? Und da ist natürlich vielleicht auch die Frage, wie so eine dezentrale Währung das beeinflussen würde. Und in den USA ist es natürlich ähnlich. Extrem hohe Inflation, unglaublich viel Geld in den Markt geschwemmt. Man hat natürlich Respekt davor, was eine Währung, eine Bitcoin, die ich nicht unendlich nachproduzieren kann, also sozusagen einen wesentlich stabileren Wert hat, was das im Vergleich zum US-Dollar bedeuten könnte. Ja? Und davor hat man Respekt. Gut, aber die EZB ist jetzt auch nicht von schlechten Eltern, was das Gelddrucken betrifft. Also das muss man schon sagen. Ist so, ja. Aber man muss ganz offen sagen, in Europa ist die Haltung sicher global am positivsten, wenn man es in größeren Regionen denkt. Ja. Okay, das ist extrem spannend. Vielen Dank. Jetzt würde ich gerne schon Richtung unter Anführungszeichen Abschlussrunde kommen, damit wir sozusagen noch einen Ausblick geben können. Wir fangen bei dir an, Stefan. Wir haben auch bei dir am Anfang angefangen. Was werden wir deiner Meinung nach sehen in den nächsten? Die Frage geht übrigens an alle vier. Ja. Also was sehen wir die nächsten zwei, drei Jahre? Ja, was sind die wichtigsten Trends? Was sind die wichtigsten Cryptocurrencies, in die wir investieren sollen? Und was hast du persönlich vor? Also erstens einmal glaube ich, wir werden exponentielles Wachstum sehen. Ja. Zweitens glaube ich, wir werden immer wieder auch starke Schwankungen und Rückschläge sehen. Das wird weiterhin so sein, aber ich habe das unlängst gesehen, das war eigentlich recht schön, nämlich eine Zackenkurve, darunter ist gestanden, das ist der Tageskurs und dann war ein Hockeystick und da ist gestanden, das ist die 10-Jahres-Linie.
Und ich glaube, wir sollten nicht auf den Tageskurs schauen, sondern wir sollten auf den Hockeystick schauen. In die Richtung wird das gehen und das wird schneller kommen, als wir glauben. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ich fester Überzeugung bin, dass NFTs eine noch viel stärkere Rolle einnehmen werden, als sie es heute schon haben. Also das ist sicherlich ein Megatrend, würde ich es nennen, auch wenn wir uns die globalen Zahlen dazu anschauen. Also es wird heuer mehrere Milliarden in dem Markt gehandelt werden, das vor, wie gesagt, 3 Jahren noch im zweistelligen Millionenbereich war. Also auch das ist exponentiell. Und aber sind, das muss ich jetzt schon fragen, ist der Bitcoin ein knappes digitales Gut, nicht auch eine Form von NFT einfach? Nein, überhaupt nicht, weil ein Bitcoin ist ein Fungible Token und ein NFT ist ein Non-Fungible Token. Der Unterschied ist, wenn ich heute 10 Bitcoins da auf den Tisch legen würde und ich mische sie durch, du legst 5 hin, ich lege 5 hin, dann kannst du mir nicht mehr sagen, was waren deine 5 und was waren meine 5. Wenn ich aber heute 10 Kryptostamps da hinlege, 5 von dir und 5 von mir und ich mische sie durch, dann kann ich dir nachher genau sagen, das sind meine 5 und das sind deine 5. Super erklärt, danke. Und da unterscheidet sich es dann auch. Ja. Und ich glaube, dass der NFT-Bereich, der heute sehr, sehr stark eingesetzt wird im Kunstbereich oder im Sammelbereich, auch noch viel mehr im Geschäftsbereich Unterhalt finden wird. Also wenn es um Eigentumsrechte geht, ich kann Grundbücher, ich kann Verträge, ich kann so viel mit NFTs machen, die ich digitalisieren kann, wo ich eben durch Non-Fungible hinterlegen kann, dass das jetzt mein Eigentum ist und dass das einzigartig ist. Und das ist aus meiner Sicht der Megatrend, der neben den Kryptowährungen laufen wird. Deswegen auch ein bisschen die Frage an den Peter, wann ihr mit NFTs sozusagen bei Bitpanda loslegt. Aber das ist der Bereich, wo ich sicherlich mich stark beschäftigen werde die nächsten Jahre. Ja, die Abschlussrunde können wir auch sozusagen hin und her machen, Peter. Was passiert in den nächsten Jahren? Wann legt sie los mit NFTs auf Bitpanda? Die exakten Pläne kann ich nicht genau verraten, aber ja, wir schauen uns auch das Thema NFT an und man kann sicher auch in mittlerer, langfristiger Zukunft erwarten, dass wir uns, dass auch auf unserer Plattform dazu was zu finden ist. Also so viel kann man natürlich sagen. Also das Thema NFT gehört vom Kryptomarkt eindeutig dazu und ist auch ein Megatrend und vielleicht ergänzt sich dazu noch auch, teile wirklich exakt dieselbe Meinung, der Markt wird einfach von einer eingeschränkten Sichtweise, wo nur wenige sich dem Interesse, also ihr Interesse dem gewidmet haben, in die breite Masse gehen. Ja? Würde der Geld- oder der Aktienmarkt heute erfunden werden, würde auf der Blockchain stattfinden. So einfach ist es und das ist einfach Evolution und nichts anderes und man muss davor nicht Angst haben, man muss nur damit umgehen können und natürlich verstehen und lernen. Dominik, hast du einen Trend außer NFTs für uns? Super spannend, was ihr gesagt habt. Es wird explodieren, der Markt steht außer Frage. Wir haben im Vorfeld schon drüber gesprochen. Wir wissen noch nicht, wer der Google der Cryptocurrency werden wird. Ja? Persönlich glaube ich nicht, dass es der Bitcoin werden wird. Vielleicht hat der Ethereum Chancen drauf, der dauerhafte Marktführer zu werden. Aber das ist reines Kaffeesudlesen. Wissen tun wir es nicht. Aber ja, der Markt wird wachsen und auch wenn man von Hochrisikokapital spricht, ja, natürlich ist es Hochrisiko, aber wenn man sich so diese Wellen anschaut, ich meine, es fällt immer auf einen gewissen Punkt zurück runter, dann geht es wieder rauf, pendelt und dann ist der neue Rückfallpunkt schon deutlich weiter oben, als er vorher war. Ich glaube, das ist so generell diese Kurve, die natürlich starken Schwankungen unterliegt, aber dann irgendwann einen gewissen niedersten Punkt nicht mehr weiter unterschreitet, sondern hochgeht. Ich glaube, Bitcoin und Ethereum haben das die letzten Jahre so gezeigt. Super. Heinz, das letzte Wort, das vorletzte, ich darf mich da noch verabschieden. Du hast das letzte Wort. Es wird einfacher, alles wird einfacher und es wird dadurch klarer. Und so wie wahrscheinlich die Generationen vor uns mit einer Debitkarte oder einer Creditkarte noch nicht wirklich umgehen können und wir jetzt die Karte schon am Handy haben, das wird einfach so simpel werden und so klar werden und es wird auch reguliert werden und es wird einfach in unser Leben hineinkommen.
Wunderbar, dann bin ich gespannt, wie schnell es in unser Leben hineinkommt, wann ich das erste Mal einen Wein auf der Blockchain kaufe. Ich darf mich bei allen Panelisten intern und extern ganz herzlich bedanken. Ich glaube, das war wirklich eine spannende Einführung in dieses doch sehr breite und sehr komplizierte, aber wirklich, wirklich extrem spannendes Thema. Herzlichen Dank. Ihnen zu Hause noch einen wunderbaren Tag, eine tolle Veranstaltung. Danke auch den Veranstaltern, die das hier so super hinbekommen haben. Auf Wiederschauen von mir.